uns jetzt gleich auf den Weg zur Notunterkunft von Lüneburg, wo gerade ungefähr 600 Flüchtlinge leben. Und von der Stadt bis dorthin dauert es ungefähr eine Stunde zu Fuß. Und ein langes Stück davon geht auch durch den Wald. Ein Teil wurde jetzt ausgeleuchtet, der führt aber nicht direkt nach Lüneburg, sondern nach Ebensberg. Und der Weg, der direkt nach Lüneburg geht, den gehen halt die meisten Bewohner des Camps lang. Und da wird es halt, sobald es dunkel ist, ziemlich schwer, überhaupt was zu sehen. Gerade wenn man dann noch einen Kinderwagen dabei hat oder Einkaufstüten, ist es schwer, sich selber vielleicht auch mit einer Handykamera zu leuchten. Deshalb haben wir uns jetzt gerade als Studenten zusammengesetzt und überlegt, wie man das verbessern könnte. Genau, und am Anfang und am Ende dieses Weges wollen wir zwei Boxen installieren, aus denen sich Bewohner Stirnlampen nehmen können, den Weg leuchten können und am Ende des Weges diese dort wieder hineintun können. Wir haben bereits ein paar Stirnlampen gekauft, eine kostet 3 €, brauchen aber immer noch eure Unterstützung, um noch mehr Stirnlampen kaufen zu können. Und wir denken, dass 3 € eine wirklich günstige Investition ist, um vielen Leuten einen Weg um einiges zu erleichtern.